Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, heute kommen wir zum zweiten Teil unseres Kroatien-Videos. Und da wollen wir euch mal erklären, was haben wir überhaupt bezahlt, bis wir in Kroatien waren und wie sind wir überhaupt auf diesen Campingplatz gekommen. Genau, unser Hauptanliegen war es, während dieser Osterfeiertage dem schlechten Wetter bei uns zu Hause einfach mal zu entfliehen, ein bisschen Sonne zu tanken, ein kleines bisschen in die Wärme zu kommen. Aber wir haben uns auch einen Radius gesteckt von 1000, höchstens 1500 Kilometer. Genau, und im Endeffekt sind dann 1060 Kilometer rausgekommen von unserem Bingo. Schönen Saarland aus. Genau. Normalerweise hätten wir uns früher halt eben in den Flieger gesetzt, ne Schatz, als die Kinder noch klein waren. Und dann wären wir an unser Wunschziel geflogen. Aber seit wir das Wohnmobil haben, sind wir sehr süchtig danach, können uns momentan überhaupt nicht anders vorstellen. Und Wohnmobilzeit ist für uns Qualitätszeit. Und Abenteuerzeit. Abenteuerzeit und eigentlich momentan auch eine der schönsten Zeiten in unserem Leben, auf die wir im Moment nicht verzichten wollen. Und aus diesem Grunde haben wir uns das angetan und sind halt eben diese Kilometer mit dem Wohnmobil gefahren, was wir öfter auch mal machen, gell, Schatz? Genau. So weit, so kurz. So, auf den Campingplatz sind wir gekommen über das PinCamp-App vom ADAC. Dort hat man einfach angegeben, Stellplatz am Meer, Kroatien. Und dann sind diverse Campingplätze direkt buchbare Campingplätze sind dann ausgewählt worden, ne? Genau. Ein weiteres Anliegen von uns war es halt eben auch, also wir wussten ja schon, wenn wir jetzt im April 1000 Kilometer von zu Hause weg, wir haben da natürlich keinen Strandurlaub und es ist nicht so warm, dass man ins Meer unbedingt baden gehen kann. Man kann schon, aber wir tun das nicht. Wir genießen das eher im Sommer. Jetzt, ne? Es gehört eher zum Sommer. Nee. Genau. Also die ganz hart, die kommt in den Garten. Ne? Wir brauchen uns ja nichts mehr zu beweisen, sagen wir mal. Von daher wollten wir aber trotzdem das Meer genießen, wollten ziemlich nahe vor Ort sein und wollten aber auch nicht kilometerweit auf Sandstrände schauen oder einfach auf das weite Meer, denn es soll ein bisschen anders aussehen nach unseren Wunschvorstellungen, gell? Genau. Der Campingplatz an sich, der liegt jetzt in Premantura am Ortsende. Das sind ca. 12 Kilometer entfernt von Pula, von der nächstgrößeren Stadt. Und der Campingplatz ist in einem Naturschutzgebiet Kamenjak. Und das ist natürlich auch sehr schön, das haben wir auch sehr genau erforscht, ne? Genau, also man kann sagen, wir haben ja, wer Instagram guckt und verfolgt uns so ein bisschen, der hat bestimmt auch mitbekommen, wir haben natürlich wieder verlängert. Also es war so schön, wir konnten uns gar nicht von dieser Gegend, von diesem Campingplatz halt eben trennen. Aber man kann, ohne dass man jetzt die Unwahrheit sagt oder übertreibt oder irgendwas, wir haben tatsächlich die ersten 5 Tage jeden Tag über 20 Kilometer und mehr, also erwandert, man hat es gar nicht gespürt. Nee, man hat es nicht gespürt, weil die Umgebung ist so toll. Ja. Ne? Da sind sehr viele Buchten, sehr viele Steilklippen. Ja, da ist sogar ein Dino-Pfad, wo man noch einen Fußabdruck sieht von einem Dino. Aber all das seht ihr dann im Video. Also ist schon eine klasse Tour gewesen. Ne? Ja, also man kann wirklich sagen, wir haben mit diesem Urlaub und mit diesem Campingplatz einen Volltreffer gelandet. Bingo! Besser ging nicht. Ne? Ja, was man noch dazu sagen muss. Das ist also kein Schickimicki-Campingplatz, nee. Da ist kein Pool und da sind keine Animationen und so weiter. Das ist ein reiner Naturcampingplatz. Ja, naturbelassen. So haben wir das mal gesehen und uns hat er sehr gut gefallen. Da kann man auch viel Wassersport betreiben, surfen, Kanu fahren und alles, was dazugehört. Ne? Vor allen Dingen, weil unser Wunsch, der ist wirklich in Erfüllung gegangen. Also laut Prospekt, man kann sich ja nicht immer so drauf verlassen. Aber das hier, was uns da erwartet hat, das war eigentlich noch viel schöner wie im Prospekt, gell? Ja, das war sehr schön. Aber das seht ihr im Video. Genau. Ja, und zeitweise hat man wirklich gedacht, man steht mit dem Wohnmobil mitten im Meer. Wir hatten zum größten Teil, also wir hatten eigentlich nur schönes Wetter, gell? Das kann man ruhig so sagen. Toll, es war die meiste Zeit, war ganz strahlend blauer Himmel, die Sonne hat geschienen. Beim Wandern wurde einem oft schon zu warm.
wo man gedacht hat, oh, das ist schon ein bisschen unangenehm, Zwiebellook, Jacken aus. Ne? Es waren auch ein, zwei Tage windige Tage dabei, aber das gehört halt mehr dazu. Ne? Genau, es war Wind, aber das war auch unheimlich abenteuerlich, denn wir standen halt eben direkt am Meer und da kamen die Wellen so hoch. Manchmal hat man gedacht, so besuchen einen, so 2 Meter vom Womi hat es dann aufgehört. Und einmal auch richtig heftig Sturm, aber es war super schön und Abenteuer pur. Genau. So, kommen wir jetzt zu den Kosten. Und zwar, muss ich jetzt mal hier nochmal ablesen. Hast du nicht gelernt? Nee, habe ich nicht auswendig gelernt. Wie ihr ja im ersten Video gesehen habt, haben wir am Chiemsee übernachtet. Von dort aus kostet es dann Geld. Und zwar haben wir eine 10-Tages-Vignette für Österreich geholt. Die kostet 9,90 Euro. Dann haben wir die Tauernautobahn gebucht. Zweimal insgesamt für 27 Euro hin und zurück. Und da fährt man dann vor eine Schranke, die geht dann auf und braucht dann nicht lang stehen zu bleiben. Man sollte halt nicht auf der Go-Spur fahren. Dann ging es weiter zum Karawankentunnel. Den kann man nur in Richtung Süden buchen, dass man da auch vor der Schranke steht, die dann wieder automatisch sich öffnet. Das hat 7,80 Euro gekostet und wenn man wieder nach Hause fährt Richtung Norden, kostet jetzt auch 7,80 Euro, aber da kann man direkt dann vor Ort am Häuschen bezahlen. In Slowenien selber haben wir eine Monatsvignette gehabt, die 60 Euro gekostet hat. Und wo wir über die Grenze gefahren sind, dann in Kroatien, ist das so ähnlich wie in Frankreich. Da zieht man sich ein Ticket, da kostet hin ca. 12 Euro, zurück ca. 12 Euro. Ja, das war so die, das waren so die Autobahnkosten. Vom Sprit her, 1 Liter Diesel hat in Kroatien 1,33 Euro gekostet, also das war schon verdammt billig. Ne? Kein edles Tröpfchen wie bei uns zu Hause. Ja, genau. Und neuerdings, also seit 01.01.23 wurde ja in Kroatien der Euro eingeführt. Ja. Und aus diesem Grunde hat man da überhaupt keine Probleme. Man kann in Euro bezahlen, man kann mit EC-Karte, Visa und Mastercard bezahlen. Ja, also der Mike, der hat das aber auch wirklich so toll durchorganisiert gehabt. Wir hatten tatsächlich ein Rundum-Sorglos-Paket, Geldschatz. Ja, das kann man so sagen, ne? Das kann man so sagen. Und mit der Vignette, das haben wir eigentlich extra so gemacht, eine Monatsvignette. Denn aus Erfahrung wissen wir, wenn es uns ziemlich gut irgendwo gefällt und wir uns so gar nicht trennen können, so wie jetzt hier, dann verlängern wir sehr oft um ein paar Tage. Und da haben wir genau richtig gelegen und haben uns da auch unnötige Laufereien und einen Stress erspart. Ne? Ja. Ja, wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? Jetzt sind wir Gott sei Dank angekommen. Wo wir jetzt genau stehen, das verraten wir natürlich später, aber der erste Eindruck ist schon mal umwerfend. Ja. Ne? Also so nah standen wir noch nie am Meer. Wir könnten jetzt mit dem Kopfsprung direkt da rein, wenn die Steine davor nicht wären. Ja, es ist wirklich klasse. Also man kann das Wohnmobil, kann man sich direkt mit dem Wohnmobil hier an den Strand stellen. Ne? Ganz dicht, so dicht, wie man möchte. Und wir werden jetzt unsere Markise noch rausholen. Zuerst essen wir aber noch was. Und da hinten haben wir direkt das schönste Pinienwäldchen. Also es ist alles da, ein Haufen Geschäfte unten im Örtchen. Das ist auch nicht weit bis dahin. Aber hier sind wir auf der kleinen Insel direkt am Meer. Und das ist ein absolutes Träumchen, ja. Ja, also es gibt hier jede Menge zu erforschen und da legen wir natürlich morgen los. Ja, jetzt hat es uns doch nochmal aus dem Wohnmobil rausgezogen und zwar wollen wir jetzt noch ein bisschen, ja, mich hat es rausgezogen und ich wollte mal noch gucken, wo man da das Frischwasser herkriegt und mit der Steckdose hat man noch ein bisschen Problem und jetzt gehen wir noch ein bisschen am Strand lang. Ja. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why.
ask why I wasted my time. And I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scattered. Ja, jetzt stehen wir hier an der Entsorgungsstelle und da gibt es nur eine auf dem Platz und die ist ein bisschen weg von der Insel, wo wir zurzeit stehen, aber das ist kein Problem. Nur hier hängt ein Schlauch, da steht allerdings kein Trinkwasser dabei und ich weiß nicht, für was der Schlauch alles noch benutzt wird, weil da ist auch direkt die Chemie-WC-Entsorgung. Ne? Ja, da sind wir lieber immer vorsichtig, gell? Ja, weil ich habe hier nebendran ist noch ein Sanitärgebäude und da werde ich wohl das Frischwasser dann ziehen. Ja. Und wie ihr seht, hinter uns befinden sich jetzt auch ganz viele schöne von diesen Mobilheimen. Ja, die sehen toll aus hier, ne? Und die sind hier überall in diesen Pinienwäldchen verteilt. Ja, und wir haben gerade eben noch einen schönen Platz entdeckt. Jetzt sind wir ja in der Vorsaison da, ist ja keine Hauptsaison da, ne Schatz? Genau. Und wo war der? Ja, der war hier in der Nähe von der Insel, aber der geht dann, wie gesagt, in den Pinienwald rein, direkt am Waldesrand. Kann man natürlich im Sommer super stehen oder ist das Wohnmobil dann auch beschattet. Genau, also man ist fast genauso nah am Meer wie wir jetzt, ne? Nur es geht vielleicht ein bisschen steiler runter und man kommt nicht so problemlos direkt ans Ufer, ne? Genau. Aber im Sommer braucht man hier unbedingt Schatten, also da könnte man hier nicht stehen, wo wir jetzt im Moment stehen. Ne? Aber heute Morgen scheint wunderbar die Sonne, also wir haben einen richtigen Vorsommertag. Ne? Ja, da haben wir nochmal Maili-Wetter. Ne? Ja, das haben wir uns auch nach dieser Fahrt mit diesen Riesenstaus, haben wir uns das echt verdient. Das war schon anstrengend und heute machen wir einen absoluten Relax-Tag. Gell, Schatz? Liegen wir in der Sonne. Ja, genau, da liegen wir ein bisschen in der Sonne. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. So, jetzt bin ich lieber ein Stückchen runtergefahren und bin hier an dem Sanitärgebäude und da ist direkt an der Außenwand sind genug Frischwasserhähne, wo man sein Frischwasser ziehen kann. Ja, kann man da vielleicht auch mal noch kurz reingehen oder ist das geschlossen? Ja, das können wir noch zeigen. Ne? Ja. Da sind wahrscheinlich Duschen und WC-Anlage ist da drin. Ne? Genau. Ja, aber erst mache ich das mal mit dem Frischwasserstart klar. So, und was ich hier ganz besonders schön finde, gegenüber von unserer Insel, diese Stellplätze hier, wo wir euch eben gezeigt haben, die haben überall hier solche, wie nennt man das, kleine Terrassen. Ne? Ja. Ja, und da kann man, wenn man da hinten Wohnmobil oder Wohnwagen oder Zelt stehen hat, kann man hier Tische und Stühle hinstellen und sitzt somit auch direkt am Meer. Und das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Du, Schatz? Nee, habe ich auch nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da abends mal einen Stuhl hinbringt und sich gemütlich ans Meer setzt. Ne? Genau. Wenn man dazu sieht hier, ist der Rundumblick, jetzt ist man direkt am Meer. Genau. Also wunderschön. Ja. Ne? Ja, und hinter uns, und das hinter sind uns halt eben die anderen Plätze. Ne? Ja, ein bisschen ruhig. Ja. Und, also ich finde, die stehen auch sehr schön. Ne? Ja, aber wir wollten halt eben, ja, wir wollten direkt ans Meer. Das war unser großer Wunsch. Das hat wirklich fantastisch geklappt. Wir haben auch nicht reserviert, denn wir haben angerufen, die Reservierung hat gekostet. Wir haben keine Nummer reserviert. Wir haben nur einen Platz reserviert. Wenn wir nach einer festen Nummer gegangen wären, dann müsste man
in der Hauptsaison 150 Euro zahlen oder jetzt in der Nebensaison 70 Euro genau. Für eine Reservierung, ja. Für diese Premium-Plätze. Genau. Und wir haben halt eben gepokert und wir hatten ja auch Glück. Aber heute, jetzt, keine Chance, ne? Ja, jetzt haben wir endlich mal Zeit gefunden, hier ein stilles Örtchen, wo nicht so viele Leute sind. Und auf dem Weg zum Kap, wir gehen ja hier zum Kap, da muss ich mal gerade gucken, zum Kap Kamenjak. Und das ist das Naturschutzgebiet hier, die zur äußersten Spitze halt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt legen wir einen Stopp ein und erklären mal ein bisschen was über den Campingplatz. Ja. Der Campingplatz ist in Kroatien. Und zwar in Istrien, genau. Genauer gesagt. Und ja, weiter. Der nennt sich Arena Stubice Campsite, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ne? Ja. Und der ist direkt am Ortsausgang von Bremantura. Und der nächstgrößere Ort hier in der Gegend, der ist 12 Kilometer weg vom Campingplatz, das ist Pula. Vielleicht sagt euch das was. Ne? Ja. Ja, also wir haben diesen Platz hier in Kroatien eigentlich ganz spontan ausgesucht. Wir wollten eigentlich vor der Kälte und vor dem Regen bei uns zu Hause flüchten und wollten aber auch nicht nach Spanien, da waren wir ja erst, in der Normandie waren wir ja erst, Seeland waren wir erst, Italien waren wir erst, was blieb da noch? Dann haben wir mal ein bisschen in die Wetter-App geschaut, ne? Genau, und siehe da, in Kroatien war schönes Wetter gemeldet, ja. Und ich habe dann in dem App Pincamp nachgeschaut, weil ich bin im ADAC, ja. Und da gibt man dann ein Campingplätze am Meer, und ja, da haben wir uns ein bisschen durchgejumpt und sind dann auf diesen Campingplatz gestoßen. Der hat uns gut gefallen vom Bild her. Genau, also wir sind jetzt rein nach dem Foto auch gegangen. Oftmals täuschen oder führen die Fotos ja ein bisschen in die Irre, weil hier wirklich gar nicht so viele Wohnmobile auf dieser kleinen Insel stehen. Wir wollten aber auch nicht mittendrin, wir wollten direkt am Meer stehen. Genau, und da gibt es auf dem Campingplatz eine schöne Insel, da kann man drauf fahren, da sind zwar keine Bäume, kein Schatten, aber um die Jahreszeit ist das ja egal, das ist ein schönes Surfer- und Segelparadies dort. Und ja, was soll man sagen, der Campingplatz, der liegt zwischen einer geschützten Landschaft von Ober- und Unterkampenjak. Ja. Kamenjak, so. Ja. Ne? Und da sind wir zurzeit auch unterwegs. Der Campingplatz besticht auch durch seinen alten Kieferbaumbestand, ne? Und auch von dort aus in der ersten Reihe kann man immer schön aufs Meer blicken. Ne? Genau, also wir haben wirklich tatsächlich das Glück gehabt, wir sind hier angereist und kamen auf unser Inselchen und hatten einen Platz direkt am Meer. Es sind, glaube ich, noch keine 5 Meter, da beginnt das Meer. Genau. Manchmal meint man, wir sind auf dem Boot, ne? Überall, wo wir rausgucken, vor allen Dingen ganz besonders schön nach, aus dem Schlafbereich. Wir stehen eigentlich direkt im Meer und es war eigentlich noch viel schöner, als es eigentlich auf dem Bild versprochen hat. Ja, je nachdem, ja. Wie die Sonne scheint hier, kommt das Wasser ja in einer super schönen Farbe rüber. Genau, ja. Des Weiteren kann man noch sagen, dass der Campingplatz auch durch seine kleinen Buchten und felsigen und steinigen Strände überzeugt. Ne? Genau. Also es sind keine Sandstrände hier, ja. Es ist alles ein bisschen steinig, ne? Das aber stimmt. Schön. Ja, und hier sind überall, wir sind jetzt schon, seit wir hier angekommen sind, jeden Tag unterwegs, eigentlich den ganzen Tag, denn die Zeiten, wo wir so einen ganzen Tag am Strand liegen, die sind eigentlich schon Jahre vorbei, ne? Als die genau. Kinder klein waren, da hatten wir das auch gerne gemacht, ja. Aber so unternehmen wir lieber was und die Landschaft ist wirklich so toll. Wir haben hier heute schon am dritten Tag, wo wir wirklich eine ganz tolle Wanderung machen und es geht auch wirklich bis 18 Uhr meistens abends, weil wir uns auch viel überall aufhalten. Genau. Ja. Und vom Preis her, wir bezahlen jetzt ca. 30 Euro bis 31 Euro. Da sehen wir nachher, wenn wir
die Abreise antreten, ja. Inklusive allem. Was jetzt hier nicht so gut ist, ist die Frischwasserversorgung. Da muss man schon ein bisschen fahren oder gehen, je nachdem. Und die Chemie-WC-Kassettenentsorgung, die sind ein bisschen zentral gelegen, also nicht so direkt ja. am Fahrzeug selber. Ne? Ja, es ist auch obwohl wir einen Premiumplatz belegt haben, hat ja, aber hier hat eine andere Bedeutung. Hat eine andere Priorität. Die Nähe zum Meer. Ne? Genau, die Nähe zum Meer. Und die war uns auch wichtig. Hätten wir jetzt 4 Wochen später, könnten wir wahrscheinlich baden gehen. Ja. Denn während den Wanderungen hier sind überall wieder diese schönen kleinen Badebuchten, wo es auch so flach eigentlich ins Meer geht. Einige ganz harten, die sind auch schon im Wasser unterwegs, haben genau. wir gesehen. Ja. Aber das muss eigentlich nicht sein, wir müssen ja nichts beweisen. Nee, aus dem Alter sind wir draußen. Aus dem Alter sind wir draußen, ja. Und wir genießen das halt eben auch so. Und es ist einfach wunderschön. Ne? Genau. Ja, jetzt haben wir uns mal aufgemacht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen den Campingplatz ab. Und das ist ja hier wie so eine kleine Halbinsel. Da gehen wir jetzt einfach mal den schmalen Faden lang. Hier soll es auch noch einen Dino-Weg geben oder Pfad. Den suchen wir natürlich jetzt, aber wir gehen jetzt einfach mal ohne Karte zu den schönsten Buchten dieses Campingplatzes. Und wenn wir diesen Weg nicht finden sollten... Ah doch, wir gehen jetzt immer hier ja. der Bucht entlang. Ne? Genau, wie der Mike schon sagte, wir erkunden das heute mal so ein bisschen, unser nahes Umfeld. Und hier kann man gar nichts falsch machen. Hier ist überall schön, klar, mit Blick aufs Meer. Deshalb werden ja, wir ja. Wow. Ja, deshalb werden wir auch nicht abschweifen, diesen Osterurlaub, und werden irgendwelche Wanderwege gehen, wo man das Meer nicht sieht. Nee, das machen wir natürlich nicht. Und hier ist noch ein kleines Städtchen in der Nähe. Vielleicht kommen wir doch noch am letzten Tag dazu, kurz durchzugehen. Aber jetzt gehen wir erstmal die schmalen Pfade am Strand ja, entlang. Ja, unsere geliebten schmalen Pfade. Die hatten ja, wir schon lange nicht genau. mehr, oder? Okay. Ja. Ich stehe jetzt hier an einer wunderschönen Stelle, aber die Vorgeschichte war, mein Mann sagte zu mir, jetzt stell dich mal da hinten drauf, wenn du Glück hast, hältst du. Oder besser gesagt, er hat gesagt, stell dich mal da hinten drauf, wenn du Glück hast, hältst du. Ja, also es ist wirklich hier, es ist traumhaft schön, es ist warm. Oh, herrlich. Ja, das Wasser hier, das ist ja wirklich ein Traum. Klitzeklar und die Farbe von dem Wasser, also Wahnsinn. Ja, ja, jetzt macht er so unschuldig. Ich habe nämlich zu ihm gesagt, wenn ich schon alleine hier drauf musste, dann kommst du jetzt auch mal hier drauf, denn... Mitgehangen, mitgefangen. Und wie ich sehe, hält der Steg uns beide aus. Genau, ne? Ja. In guten und in schlechten Zeiten, Schatz, du weißt doch. Aber hier würde ich rein schwimmen gehen. Klitzeklar. Ne? Ja, wirklich toll. Herrlich. Ja, jetzt sind wir hier nochmal in einer schönen Bucht gelandet, zeige ich mal gerade hier, wunderschön, malerisch. Und ich muss sagen, die Gegend hier ist sehr abwechslungsreich, ne? Ja, wir haben ja schon viel gesehen von der Welt und das nicht nur in Europa, gell, Schatz? Ja. Aber eigentlich braucht man so weit gar nicht weg, ne? Nee, braucht man nicht. Das sind jetzt knapp 1060 ja. Kilometer und ja. ist man am schönsten Ort. Ja, endlich haben wir ein Boot gefunden, Schatz. Wo geht ja. die Reise hin? Ja, dann würde ich mal sagen, direkt hinter uns, auf der anderen Seite, da liegt... Italien. Da sehen wir hin. Da Gut. sehe ich vom Bett aus hin. Da kannst du aber alleine rudern, ne? Kann ich alleine rudern. Also ich glaube, deine Reise geht jetzt, wenn ich das mal einfach so raten darf, ins Womi an den Kühlschrank, oder? So ungefähr. Ja, also wir sind wirklich fasziniert. So traumhaft schön ist Super. Es hier. Super. Dann gehen wir jetzt noch ein Stück. Genau. Im Hintergrund sieht man noch mal unsere Insel, wo unser Wohnmobil draufsteht. Und so wie es aussieht, sind einige dazugekommen. Da freue ich mich. Ja.
So, jetzt sind wir auf dem Rückweg von unserer schönen Wanderung. Und was denkst du, wie viele Kilometer wir heute da gelaufen sind? Wir sind ja schon Stunden unterwegs. Ja, mindestens 8 Kilometer. Ja, wir haben jetzt noch nicht geschaut, wir werden es euch noch genau sagen. Aber ich denke auch, es könnten sogar 10 gewesen sein, ne? Weil wir sind ja direkt nach dem Mittagessen los. Und jetzt haben wir gleich schon 18 Uhr, oder? Ja, ja. Aber es war so schön. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und man hat auch diese Kilometer überhaupt nicht gemerkt. So schön war es. Jetzt nimm mal bitte das Mikro. Mir fällt der Arm ein. Ja, da kommen wir jetzt zum Schluss. Wir sind jetzt gleich am Wohnmobil. Und morgen geht es dann weiter. Genau. Behave.